Vielleicht haben Sie schon ein paar Produkte von Navgear zu Hause. Da wissen Sie, das steht für Top-Qualität. Wir reden jetzt nämlich über Kameras, aber nicht die klassischen Kameras, wie Sie das vielleicht kennen, um Urlaubsvideos zu machen. Wobei, könnte man vielleicht mit denen auch machen. Aber es geht hier primär um die Sicherheit im Auto. Denn wenn man mal viel auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, da erlebt man schon jede Menge. Da erlebt man brennende Autos, da erlebt man Autos, die plötzlich ausscheren, ohne zu blinken. Das sind so persönliche Erfahrungen, die ich momentan mache. Und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Die Autofahrer werden immer rücksichtsloser. Und manchmal werde ich das Gefühl nicht los, als würden die mit Absicht Unfälle bauen. So dass es aussieht, als wäre ich zum Beispiel hinten drauf gefahren, ja, damit man da noch irgendwie bestmögliches Geld rausholen kann. Es wird immer schlimmer und wenn es dann wirklich zu einem Unfall kommt, braucht man natürlich auch einen dementsprechenden Augenzeugen, der das Ganze bestätigen kann, dass man nicht schuld ist. Nur wie will man das im Eifer des Gefechts machen? Man ist ja meistens so nervös und aufgeregt, dass man nicht mal mehr die Farbe des Autos wiedergeben kann. Wir haben heute einen unbestechlichen Augenzeugen. Stimmt's, Andreas? Haben wir, Anne-Kathrin. Und nicht nur einen, sondern ganze drei an der Zahl. Stimmt. In unserem Dashcam-Spezial, liebe Zuschauer. Und wir fangen hier an mit unserer ersten Dashcam, einem ganz beliebten Produkt bei uns, eine HD-Dashcam mit G-Sensor, also der Beschleunigungs- und Verzögerungssensor ist hier mit eingebaut, um einfach dann die Aufnahme auszulösen. Außerdem haben wir noch Bewegungserkennung mit an Bord und das ist eben auch ganz wichtig. Beispielsweise hat es, Anne-Kathrin hat es schon erwähnt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, muss man ja manchmal auch parken. Und auch hier, dank der Bewegungserkennung, kann so eine Dashcam natürlich ein ganz toller Zeuge sein. Aber die Urlaubssaison steht natürlich bevor. Das heißt, wir sind jetzt zurzeit auch an Wochenenden für Ausflüge beispielsweise, ne, für Kurztrips, viel mit dem Auto unterwegs. Und natürlich ist es so, ganz viele andere auch. Das heißt, wir sind nicht alleine auf den Straßen und deshalb ist es natürlich wichtig, selbst wenn wir zu zweit oder zu dritt im Auto unterwegs sind, dass wir unsere Dashcam dabei haben, so wie hier. Und wir sehen, das ist im Grunde ein einfaches Gehäuse mit einer Kamera hier eingebaut. Wir haben hier hinten ein Display, also alles ganz übersichtlich. Darauf will ich eigentlich hinaus. Und man sieht, wir haben hier ein Farbdisplay. Das Schöne an unserer Dashcam ist hier zum Beispiel, man sieht sofort, man sieht die Aufnahme hier auf dem Display eben genauso, wie sie auf Speicherkarte festgehalten wird. Die Saugnapfhalterung, die ist übrigens auch mit im Lieferumfang dabei, sowie alle wichtigen Kabel, also beispielsweise Ladekabel fürs Netzteil und natürlich auch das Kabel für den Zigarettenanzünder. So. Wozu braucht man jetzt eine Dashcam? Natürlich ist die erste Verwendung ganz klar so die Erlebnisgeschichte. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, den Urlaubstrip filmt oder mal einen Kurztrip oder mit dem Auto auf der Rennstrecke unterwegs ist, all solche schönen Dinge. Das ist natürlich das Tolle. Jetzt eine Ferien- oder Urlaubsfahrt zum Beispiel. Da passieren skurrile Dinge. Aber im zweiten Sinn natürlich auch, wenn es um die Beweissicherung bei einem möglichen Unfall geht. Wollen wir natürlich alle nicht hoffen. Was da so passieren kann im Straßenverkehr, wissen Sie selber. Aber wir gucken uns vielleicht doch ein paar Videos gleich im Anschluss dann an, so damit Sie noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Mensch, es wird vielleicht doch tatsächlich an der Zeit, dass wir hier uns eine Dashcam einbauen. Und Anne-Kathrin ist auch ganz klar hier, ne? Wir haben hier durch dieses Objektiv, das wir hier vorne drin haben, einen 140-Grad-Blickwinkel. Das heißt, wir bekommen wirklich alles, das vor uns auf der Straße passiert, sehr gut drauf. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade im Bereich von Kreuzungen, wenn es darum geht, Schilder und Ampeln. All das mit einzubeziehen in diese Beweissituation, wäre das tatsächlich sehr wichtig, dass wir möglichst einen großen Bildausschnitt haben. Und ich habe jetzt genug geredet. Wir gucken uns jetzt mal tatsächlich ein paar Videos an und dann schauen wir mal, was denn da so alles auf der Straße passieren kann. So, wir gucken mal. So, Achtung, 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 Achtung. Na. Ach, guck mal, kostenlose Mitfahrgelegenheit. Kostenlose Mitfahrgelegenheit, aber ne, der Transporterfahrer, der hat sich natürlich gewundert. Jetzt wird es mal interessant. Ich weiß nicht, was kommt. Ladungssicherung, ne? Da hat der ach, das ist ja süß, Wettrennen. Guck mal. Das ist ja wirklich was Cooles. Das glaubt dir ja keiner ohne Kamera, Anne-Kathrin, ne? Was ist das denn? Ja, genial. So. Das war knapp.
Meine Güte, die Autobahn, was? Oh, Jesus. Oh, 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 oh. Das ist aber gerade noch mal gut gegangen. Puh. Eieiei, also, wir haben es gesehen, die haben Glück gehabt, die netten Tierchen hier, die Wildschweine. Ne? Also, Autofahrer immer schön gebremst. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt hier nicht so ungeschoren aus so einer Situation rauskommen, ne, dann haben wir ja das Problem, wenn beispielsweise die Versicherung sagt, Mensch, Sie können mir viel erzählen, aber das glaube ich nicht. Ja. Dann hat man natürlich Nachweisprobleme. Und das ist natürlich hier der große Vorteil einer Dashcam, die übrigens seit Mitte 2018 auch vor Gericht erlaubt ist. Mit der komme ich dann tatsächlich aus dieser Sache raus und spare vor allem Ärger, Nerven und Geld. Ja, für 28,41 € kommt diese tolle HD-Dashcam mit G-Sensor zu Ihnen nach Hause. Bestellnummer gebe ich Ihnen noch. Das ist die NX4249 und die 569. Und für 28 €, ganz ehrlich, überlegen Sie mal, wie schnell gibt man 28 € aus für was, was man eigentlich gar nicht braucht. Und so etwas braucht man. Ich kann wirklich nur sagen, vor vielen, vielen Jahren, unser Kollege Ralf Janssen, da kam es eben auch mal zu einem Wildunfall, der ist auf seinen Kosten sitzen geblieben. Er war zwar versichert, aber die Versicherung wollte eben einen Nachweis. Ja, und er hatte keinen Nachweis, also musste er diesen Schaden komplett selbst tragen. Und dann wird es richtig ärgerlich. Deswegen finde ich ja, das steht in keinem Verhältnis. 28,41 €, super Aufnahmen in HD. Und wenn das noch nicht scharf genug ist, haben wir das Ganze auch noch in Full HD für Sie vorbereitet, ne? Haben wir natürlich, liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, komm, ich möchte, was Aufnahmen angeht, tatsächlich eine nochmal verbesserte Qualität. Einfach nochmal was draufgesattelt, weil für mich zum Beispiel diese Ferien- und Urlaubsfahrten extrem wichtig sind. Da möchte ich meine Dashcam nutzen. Jetzt die Saison steht bevor und dann fährt man los. Und ich möchte mal tatsächlich jetzt, wenn ich mich mit dem Auto tatsächlich auf die Straße begebe, möchte ich dann wirklich mal die komplette Fahrt aufnehmen. Das ist hier natürlich möglich. Auf einer Speicherkarte halten Sie alles fest. Hier, wir haben die gleiche kompakte Bauform. Wir haben hier selbst natürlich auch wieder das große Display und eine Anne-Kathrin vor der Linse. Also alles ist da. Und auch hier Saugnapfhalterung und alle wichtigen Kabel natürlich mit im Lieferumfang enthalten. Und das Schöne ist natürlich auch hier, dass wir, das ist, bevor ich weiter erzähle, das ist natürlich auch interessant. Ne? Mhm. Du kannst, liebe Zuschauer, hören Sie gut zu, die Dashcam natürlich auch hinten festmachen. Kann man machen. Sehr gute Idee. Also entweder eben um mal Anne-Kathrin, kennst du das, wenn die Leute zu dicht auffahren? Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Ja. Du, da denkst du immer, die wollen mein Auto putzen. Also das ist unfassbar. Ja. Das schreckt natürlich auch ab. Ne? Ja. Also selbst wenn jetzt so ein Auto, wenn ich ein Auto sehe, was da irgendwo am Straßenrand parkt, wo so eine Kamera drin ist, da hat man schon Respekt. Ne? Also da gerade in Berlin werden ja auch viele Autos aufgebrochen. Die überlegen sich das zweimal. Ne? Absolut. Also liebe Zuschauer, Sie sehen natürlich, da gibt es einige Verwendungsmöglichkeiten. Und so eine Dashcam muss ja zum Beispiel, wenn man sie hinten in die Heckscheibe einbaut, muss die ja nicht mal angeschalten sein und sorgt schon für Respekt. Aber wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte hier auf Nummer sicher gehen. Ich möchte meine Urlaubsfahrten filmen, meine Ferienfahrt, meine Ausflüge. Und ich möchte eben Sicherheit haben vor der Polizei, vor der Versicherung und vor Gericht. Dann ist eine Dashcam das, was Sie brauchen. Und Sie können im Zweifelsfall eben nachweisen, dass Sie nicht schuld sind und müssen eben dann auch nichts bezahlen. Nicht auf Ihren Kosten sitzen. 47,41 €, weil du auch gerade Urlaub angesprochen hast, nicht nur um wunderbare Landschaftsaufnahmen zu machen. Es kann ja auch in einem Mietauto mal zu einem Unfall kommen. Ne? Oh, ja. Man kann das ja jederzeit auch mitnehmen. Das ist ja durch die Saugnapfhalterung gar kein Problem. Ich hatte mal in Frankreich im Skigebiet hatte ich mal einen Unfall. Da ist mir auch jemand hinten drauf gefahren. Und ich war der französischen Sprache nicht mächtig, auch wenn auf meinem Shirt Paris steht. Ich spreche diese Sprache nicht. Und dementsprechend dachten die Design im Vorteil und wollten dann irgendwas der Polizei auch einreden. Ja, und Gott sei Dank hatte ich eben so eine Kamera im Auto und ich bin wirklich heilfroh gewesen. Sonst wäre ich auch auf diesen Kosten sitzen geblieben. Aber hier unbestechlicher Augenzeuge für kleines Geld. Und aus klein machen wir groß, nämlich allerbeste Aufnahmequalität, die es momentan so gibt, nämlich 4K Ultra HD.
High Definition. Und Sie werden sich wundern, liebe Zuschauer. Sie werden sagen, Mensch, also, die sehen ja alle gleich aus. Ja, das ist halt das Schöne. Schauen Sie mal, wir haben tatsächlich die gleiche Bauform, die gleiche kompakte, komfortable kleine Bauform. Sind drei Kameras, einmal HD, dann hatten wir eben Full HD und jetzt haben wir Ultra HD 4K und das ist schon richtig klasse. Also hiermit kann man tatsächlich so ein Roadmovie drehen, wo man wirklich sagt, hallo, hast du dafür eine richtige tolle Videokamera gehabt? So eine richtige Profi-Filmkamera wie die von Pearl. Also ist schon richtig toll. Also 4K Ultra HD, liebe Zuschauer, das macht nochmal richtig tolle Bilder. Farbtiefe, kontrastreich, die Auflösung auch auf dem größten Full-HD-Fernseher. Hier 70 Zoll zu Hause kommen die Aufnahmen dann tatsächlich extrem scharf rüber. Und natürlich auch im Zweifelsfall vor Gericht. Und bei der Kfz-Versicherung sind Sie hier auf der sicheren Seite. Und du hast es gerade gesagt, finde ich ein ganz klasse Beispiel, Anne-Kathrin. Wenn man mit dem Auto ins Ausland fährt, meinetwegen auch in Urlaub, und spricht die Sprache nicht, dann kann eine Dashcam hier wirklich essentiell sein, ganz wichtig, um den ausländischen Behörden einfach klarzumachen, schaut mal, so ist es passiert, so ist es gewesen, ich kann da nichts dafür. Und manchmal muss man auch seinen Mann stehen und sagen, schauen Sie, ja, ich habe nicht drauf geachtet, ich habe aber hier das Unfallgeschehen genau aufgezeichnet. Genau. Mehr als das habe ich nicht falsch gemacht. Richtig. Ne? Und hier bekommen Sie wirklich den Sieger, den Preis-Leistungssieger. Ja. Wir blenden ihn noch gerade von der Computerbild unser Testurteil ein. Also das ist wirklich ein richtiger Knaller. Für 75,91 € bekommen Sie wirklich ein absolutes Schnäppchen. 4K UHD. Dann noch mit WLAN. Und einen G-Sensor, also besser kann man es nicht haben, genau. Oder? Du hast hier ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Du kannst hier durch eine App auf die Dashcam zugreifen, Einstellungen vornehmen, Daten gleich abspeichern als Fotoauslöser. Also hier gibt es nochmal eine ganz, ganz, ganz trickreiche Mehrfunktionen. Und Sie sehen es eben auch, die Kamera wird, sobald ich hier auf den roten Knopf drücke, wieder das Display aktiviert. Haben wir also auch eine Stromsparfunktion mit drin. Und ganz toll natürlich auch bei dieser Kamera der Sony-Qualitätssensor. Hier auch nochmal ein ganz spezielles Merkmal dieser 4K UHD Dashcam. Und HiFiTest.de hat auch getestet. Und HiFiTest.de ist ja nicht irgendwer. Das ist schon eine richtige Größe. Und die sagen hier 4 von 5 Sternen in der kompletten Test. Und das ist natürlich auch für uns ein Resultat, wo wir sagen, Dankeschön dafür, dass das getestet wurde. Und wir sind natürlich glücklich auch über das Ergebnis. Und wir können das so mit gutem Gewissen an Sie weitergeben. Eben zu diesem TV-Sonderpreis von 75,91 €. Denn Anne-Kathrin, hier die UVP bei 169,90 €. Das ist schon ein absolutes Schnäppchen, was Sie hier heute machen können. 75,91 €, da sollte man wirklich schnell sein. Die ist momentan auch sehr, sehr beliebt, weil viele gesagt haben, Mensch, wenn ich mir schon so eine Kamera hole, dann soll das auch die beste der Testsieger sein. Ja. Computerbild, HiFi-Test, da gibt es noch viel, viel mehr Testurteile. Können Sie gerne alle online nachlesen. Also hier bekommen Sie wirklich ein richtiges Schnäppchen. Du hast es gesagt, eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 170 €. Jetzt für 75,91 €, da müssen wir allerdings klar dazu sagen, dieser Preis ist jetzt aktuell 2 Stunden gültig. Danach zahlen Sie wieder ca. 5 € mehr, so knapp 80 €. Auch das ist natürlich ein toller Preis. Aber wenn man noch mal ein bisschen sparen will, dann sollte man jetzt und spätestens die nächsten 2 Stunden zuschlagen mit der Bestellnummer NX 4282 und der 569. Ganz genau. Also hier eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch unser Tipp, also muss man wirklich sagen, wenn Sie sich sagen, Mensch, eine Dashcam, dafür wird es jetzt Zeit, die hole ich mir vor der großen Urlaubssaison, Feriensaison, wo man mit dem Auto unterwegs ist, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Und warum denn nicht gleich 4K Ultra HD, dann hat man hier die beste Auflösung und sicherlich ganz viel Spaß, wenn man nachher die Aufnahmen anguckt am großen Fernseher. Sind ja hoffentlich dann nur wunderschöne Landschaftsaufnahmen, wie wir das hier gerade sehen. Also da sieht man schon, ne? Also das ist wirklich Qualität vom Feinsten. Und ich finde das ja auch ganz schön, wenn man dann wirklich mal, wenn man irgendwo im Urlaub ist, sich ein Auto gemietet hat, dann einfach mal die Landschaft aufnehmen kann. Dann zeigt man das zu Hause den Liebsten und zeigt, Mensch, guck mal, da war ich. Und was wir Ihnen auch noch ans Herz legen, außer eine Dashcam, ist natürlich etwas, worauf das
Bildmaterial gespeichert wird. Und das macht man natürlich hier mit einer Speicherkarte. Sollten Sie eine zu Hause haben, perfekt. Sollten Sie doch keine haben, dann haben wir hier eine für ganz kleines Geld, 9,41 Euro. Und 32 GB Volumen, also hier richtig viel Platz für all Ihre Aufnahmen, für viele Fotos. Hier Klasse 10 auch, das bedeutet eine ganz schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Also hier sind Sie auf der sicheren Seite und der Preis, das muss man ganz klar sagen, für eine 32 GB große Speicherkarte, 9,41 Euro, das Wahnsinn. Ist konkurrenzlos günstig, muss man ganz klar sagen. Plus Adapter, alles dabei, vielleicht auch für Ihre Digitalkamera zu Hause interessant oder an andere Geräte, wo man eben eine Speicherkarte reinpacken kann. Bei 9,41 Euro, ich sage immer, das ist wie mit Batterien, lieber mal ein paar mehr zu Hause haben als keine. Ja, und dann braucht man welche. Drei wunderbare Dashcams, die uns Andreas mitgebracht hat. Und damit Sie nicht den Überblick verlieren, was war jetzt was, fassen wir für Sie nochmal zusammen. Mit unserem kleinen, schlanken Preismodell haben wir begonnen. 28,41 Euro. Wahnsinn, oder? Absolut. Das ist unser Einsteigerpreis. Ein Geschenk von uns an Sie, liebe Zuschauer. Eine ganz beliebte Dashcam bei uns im Programm. Und man muss wirklich sagen, hier ist der Preis der absolute King. Wir haben HD-Aufnahmen mit G-Sensor, Bewegungserkennung, alles mit dabei. Ja, das sind übrigens aktuelle Aufnahmen. Also hier sehen Sie wirklich tolles Material, Bildmaterial, tolle Auflösung. Das ist bei uns in Dassel grün, grün, blauer Himmel, Mensch. Das macht aber auch Freude, dann solche Videos anzuschauen. Das könnte beispielsweise auch Ihr Urlaubsvideo sein. Wir wollen ja nicht immer nur vom Schlimmsten ausgehen. 28,41 Euro, der Preis ist wirklich ein richtiges Schnäppchen. Wie gesagt, gilt jetzt und die nächsten zwei Stunden. Wer sagt, das ist mir noch nicht scharf genug? Das Ganze gibt es noch in Full HD mit der Bestellnummer NX4233 und der 569. Und 47 Euro ist auch schon ein super Schnäppchen. Ne? Das ist ein super Schnäppchen. Hier haben wir noch mal das komplette Paket. So kommt es zu Ihnen nach Hause hier in dieser Verpackung. Hier haben wir noch mal die Halterung mit dabei. Und Anne-Kathrin, du hast es gerade gesagt, Full HD. Noch mal eine Steigerung, was die Qualität angeht, was die Auflösung angeht. Auch hier der G-Sensor mit an Bord für die automatischen Aufnahmestellen. Man kann natürlich auch manuell starten, aber hier sind Sie natürlich auf der richtigen Seite und man sieht, auch Grip hat getestet. Ja, alle haben es getestet und für gut empfunden. Und gerade das mit dem G-Sensor finde ich natürlich auch toll. Ne? Wenn es zu einem Unfall kommt, musst du nicht erst sagen, Moment mal, ich muss noch auf Play drücken. Also da brauche ich an nichts mehr denken. 47,41 Euro, wenn es mal zu so einem Schockmoment kommen sollte und man nicht mehr weiß, welche Farbe, welche Kennzeichen, ja, welche Autokennzeichen. Das wird alles für Sie aufgenommen und in allerbester Qualität aufgenommen wird das Ganze mit unserem letzten Modell mit der Bestellnummer NX4282 und der 569 4K UHD. Mensch, das ist diese Qualität, in der wir hier senden. Ja. Also 4K UHD, dann haben wir den G-Sensor, wir haben die WLAN-Funktion, um die Dashcam eben, wie wir es hier im Video sehen, auch mit App zu bedienen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben einen hochwertigen Sony CMOS-Sensor mit 16 Megapixel Auflösung. Unseren absoluten hier Bestseller-Testsieger von HiFi-Test.de. Und wir haben 4 von 5 Sterne und ganz, ganz viele positive Kundenbewertungen schon dazu. Können Sie gerne auf pearl.de auch mal nachlesen. Produkt. Aber bestellen müssen Sie natürlich hier bei uns, wenn Sie diesen tollen Preis haben wollen, hier 75,91 Euro unter der Telefonnummer 0180 51 51, dreimal die 2. Und jetzt haben Sie die Qual der Wahl. Entscheiden Sie sich zwischen einer der Dashcams. Hauptsache, Sie tun es, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wer schon mal einen Autounfall hatte und hatte dann vielleicht auch die Kosten hinterher, der weiß, das tut richtig weh. Ja, also wenn man dann wirklich die Blechschaden selber zahlen muss, also das geht dann schon ordentlich ins Geld. Vierstelliger Bereich ist da keine Seltenheit, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Deswegen lieber einmal 28 Euro investieren oder ein bisschen mehr und dann ist man auf der sicheren Seite. Und wir hoffen natürlich, dass Sie nur schöne Landschaftsaufnahmen mit Ihrer neuen Dashcam machen. Also viel Freude beim Autofahren.